Zusammen und ganz herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich habe mir für heute gedacht, ich übernehme eine ganz, ganz tolle Videoidee. Also das ist jetzt nicht meine Idee. Ich habe diese Idee vorgestern bei YouTube gesehen. Und zwar hat Ellie Kleins, glaube ich, damit angefangen. Und dann habe ich das Ganze auch bei der lieben Olesja von Olesjas Welt gesehen. Und zwar haben die alle ihre Top 3 Produkte aus jeder Kategorie rausgesucht. Und ich habe mich jetzt gestern Abend hingesetzt und habe hier alles soweit zusammengesucht. Also meine Top 3 Favoriten aus jeder Kategorie. Ob Drogerie, High-End, völlig egal. Ich möchte euch gerne heute meine Top 3 vorstellen und somit habt ihr einen kleinen Einblick noch in meine Schminksammlung. Und wenn ihr Lust habt, dann bleibt jetzt sehr gerne dran. Ich werde euch auf jeden Fall die Videos der anderen YouTuberinnen in der Infobox verlinken, denn das Ganze ist natürlich nicht aus meinem Mist gewachsen. Ich möchte, dass ihr das wisst, aber YouTuber inspiriert YouTuber. Manchmal ist es so und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß und ich würde sagen, wir starten direkt mit dem Primer. Ich habe hier 3 Primer liegen. Es könnte natürlich auch sein, dass das ganze Video jetzt ein bisschen länger wird. Also ich versuche nicht allzu viel auf die Produkte einzugehen, aber es sind ja doch einige Produkte dabei. Also Primer. Als erstes habe ich hier von Essence den You Better Work Primer. Der ist wasserfest, hat ein SPF von 20 und der hat so einen Instant Blur Effekt. Also den habe ich schon ein bisschen länger in meiner Sammlung und der ist halt fürs Sportstudio oder für den Sport gemacht. Aber ich habe ihn mir auch heute aufgegeben. Der hat so eine leicht grünliche Färbung, aber wenn ihr euch den im Gesicht verteilt, dann ist die verschwunden. Ich mag den total gerne, weil der hält euch wirklich relativ matt, auch über den Tag. Er ölt nicht nach, der fettet nicht, der hat so eine ganz leicht klebrige Konsistenz, was ich auch immer ganz gerne mag, wenn ihr einfach eine Foundation drüber gebt. Ich habe das Gefühl, dann hält die einfach besser. Also die sitzt dann besser auf dem Gesicht und verrutscht nicht so. Also den finde ich sehr, sehr gut. Als nächstes habe ich hier von Catrice den 10-in-1 Primer. Den habe ich euch auch schon mehrmals vorgestellt, mehrmals in meinen Favoriten gezeigt. Der macht euch so einen schönen, ebenmäßigen Teint und der verleiht euch so einen richtig schönen Glow im Gesicht. Also wenn ihr euch den aufgebt, ich trage ihn mir nicht im kompletten Gesicht auf, sondern wenn dann höchstens so ein bisschen mehr auf der oberen Wangpartie an die Schläfen. Und der hat einfach so eine richtig schöne Leuchtkraft. Und wenn ihr euch den unter eure BB-Cream zum Beispiel aufgebt oder auch unter eine matte Foundation, dann strahlt ihr einfach noch so darunter heraus. Ich hoffe, ihr versteht mich. Also wenn ihr nicht so auf matte Foundations steht, so wie ich im Moment, ich mag es einfach nur glowy. Und ja, dann ist der auf jeden Fall ein ganz, ganz tolles Produkt. Der hat ein SPF von 15, was sich nicht wirklich lohnt. Aber ich denke mir immer, es ist immer noch besser, wenn ein Produkt ein wenig Sonnenschutz hat als gar nichts. Das ersetzt natürlich auf gar keinen Fall einen guten, vernünftigen Sonnenschutz. Und mein absoluter Favorit im Moment ist hier von Essence dieser Putty Primer. Der ist relativ neu in der Drogerie. Ich habe ihn schon fast aufgebraucht. Der ist wirklich mein alltäglicher Begleiter. Der ist silikonfrei, der ist mit Squalane und ja, der mattiert euch wirklich so dermaßen gut, dass ihr einfach keine trockene Haut habt. Aber der macht einfach so einen richtig schön ausgeglichen, also der verschönert ein bisschen eure Poren und der hinterlässt ein mattes Finish. Und dieses matte Finish hält einfach wirklich den ganzen Tag. Ihr ölt nicht nach, vielleicht ein ganz kleines bisschen in der T-Zone, aber wenn ihr euch da gut abpudert, dann seid ihr da wirklich richtig, richtig gut mit versorgt. Und den feiere ich im Moment sowas von. So, kommen wir als nächstes zur Foundation. Da habe ich mir auch 3 richtig tolle Schätzchen rausgesucht. Und zwar
starte ich einmal mit der HD Liquid Coverage Foundation von Catrice. Die ist halt eben wirklich matt. Also die ist sehr, sehr flüssig im Auftrag. Die hat hier oben so eine Pipette und die hinterlässt wirklich ein richtig schönes, ebenmäßiges Hautbild. Sie mattiert eure Haut und sie hat wirklich eine mittlere bis hohe Deckkraft. Ich habe es in der Farbe 040 Warm Beige und ich finde, die ist vom Farbton her sehr gut passend. Irgendwie jederzeit, außer im tiefsten Winter, wenn ich wirklich, wirklich sehr, sehr blass bin. Ansonsten passt die mir eigentlich fast das ganze Jahr durch. Die passt sich auch so ein bisschen an. Die ist sehr, sehr leicht auf der Haut. Ihr habt keinen Maskeneffekt. Trotzdem hinterlässt die ein sehr schönes Hautbild, was mir auch sehr, sehr gut gefällt. Dann habe ich euch schon mehrmals von L'Oreal die Perfect Match Foundation vorgestellt. Die trage ich auch heute, die habe ich mir aufgegeben. Ich mag das Finish von ihr einfach total gerne. Die sieht so natürlich aus. Ihr könnt sie euch leicht aufgeben oder halt auch ein bisschen stärker aufbauen. Ich habe sie in der Farbe 2N Vanilla und die war jetzt gerade eben ein bisschen hell, als ich sie mir aufgetragen habe, aber ich habe es mit Bronzer ganz gut ausgeglichen bekommen. Eigentlich ist es mehr so meine Winterfoundation, aber ich liebe sie wirklich. Die ist nicht matt, die ist nicht glowy, die ist einfach so ein schönes, natürliches Finish. Wenn ihr darauf steht, dann ist die auf jeden Fall was für euch. Die könnt ihr euch sehr gerne mal anschauen in der Drogerie von L'Oreal. Dann habe ich eine High-End Foundation und zwar ist die so, so gut. Und ich glaube, die kennt fast jeder. Und zwar ist es die Estee Lauder Double Wear Foundation. Die war ja mal hier auf YouTube sowas von gehypt. Und zwar habe ich sie mir geholt. Auch ich habe eine Zeit lang sehr, sehr gerne, also ich habe eine Zeit lang sehr, sehr stark geölt von der Haut und habe es sehr matt geliebt und habe mir die dann halt für den Alltag aufgegeben. Ganz wenig nur, so höchstens in meiner T-Zone so ein bisschen, einfach um die Haut auszugleichen. Und ich sage euch, die hält sowas von den ganzen Tag. Die färbt nicht ab, sie hält euch matt. Das ist ein Wunderelixier, wirklich. Also die ist das perfekte Produkt, wenn ihr durchmachen möchtet. Wenn ihr eine Hochzeit habt, wenn ihr durchfeiern möchtet, euer Make-up muss die ganze Nacht halten oder den ganzen Tag, dann ist die definitiv ein richtig, richtig tolles Produkt, weil da passiert gar nichts. Der könnt ihr vertrauen. Wenn ihr euch die aufgebt, die sitzt bombastisch und ihr seid auch den ganzen Tag mattiert. Da ölt nichts nach. Das ist einfach echt so ein Wunderprodukt, wirklich. Ist aber auch sehr kostenintensiv, war meine erste High-End Foundation und ich habe sie immer noch in meiner Sammlung. Dieser Puppspender ist da leider nicht mit bei. Den habe ich mir dann noch extra bestellt bei Flaconi, weil ich mochte das nicht, die so rauszuschütten. Fand ich irgendwie total doof. Und deswegen finde ich es echt schade, dass der da nicht mit bei ist. Aber der gehört da für mich einfach zu. Deswegen habe ich mir den nochmal nachgekauft. Weiter geht's mit Concealer. Ich habe nicht sehr viele Concealer in meiner Sammlung. Aber ich habe mir hier 3 Stück rausgesucht, die mir sehr, sehr gut gefallen, die ich total gerne mag. Und zwar ist es einmal von L'Oreal, der Infallible More Than Concealer. Den finde ich echt super, wenn ihr euch zum Beispiel gar keine Foundation aufgeben möchtet, sondern einfach euch punktuell irgendwie ein bisschen was ausgleichen möchtet, weil der hat einen richtig, richtig monströsen Applikator. Und damit bekommt ihr natürlich viel Produkt ins Gesicht, da müsst ihr halt gut aufpassen und der deckt wirklich alles ab. Also das ist ein richtig, richtig tolles Produkt. Ich benutze den selten. Ich habe ihn mir jetzt heute auch ein bisschen aufgegeben, einfach in meiner T-Zone, weil ich da ein bisschen aufgehellt sein wollte und auch ein bisschen noch mehr mattiert, als es die Perfect Match getan hat heute. Und weil ich habe so ein paar Unreinheiten und die wollte ich einfach noch ein bisschen mehr mit abgedeckt haben. Und dafür ist dieses Produkt super. Dann habe ich hier von Manhattan diesen 3-in-1 Easy Match Concealer.
Ich hoffe, ihr könnt ihn sehen. Mein Fokus versucht immer, mich zu treffen. ja, der ist ein Conceal- und Highlight-Concealer quasi. Also der ist sehr, sehr leicht. Der ist mehr zum Erfrischen. Also da sieht eure Augenpartie total frisch und saftig mit aus. Und er hält auch sehr gut auf. Also ich habe ihn hier auch in Soft Porcelain, also ein sehr, sehr heller Ton. Und ihr könnt damit einfach richtig schön highlighten in eurem Gesicht. Einfach die höchsten Punkte unterm Auge, an den Wangenknochen, auf der Nase, also wo ihr möchtet, könnt ihr euch den aufgeben. Und weil er so schön leicht ist, ist das natürlich auch ein tolles Solo-Produkt. Einfach, ja. Mein letzter Lieblingsconcealer, den kennt ihr sicherlich alle schon, ist es der Liquid Camouflage Concealer von Catrice. Ich habe ihn hier in der Farbe 015 Honey. Ich habe mir auch noch einen nachgekauft als Backup, falls es den irgendwie nicht mehr gibt. Und ja, das ist auch so ein Allround-Concealer, ein tägliches Produkt, was einfach super ist, dem ich vertraue, auf den ich mich verlassen kann. Und der ist nicht teuer, aus der Drogerie, der ist wasserfest und der setzt sich nicht in die Fältchen, was ich auch immer ganz wichtig finde, denn ich habe schon so ein paar Augenfältchen, sie sind auf jeden Fall da. Und von daher ist es immer ganz, ganz wichtig, dass die Produkte sich nicht absetzen und gut halten. Auf jeden Fall müsst ihr trotzdem immer noch ein bisschen Puder untergeben, weil sonst würde euch einfach jedes Produkt in die Fältchen rutschen. Und dann sieht es einfach blöd aus, finde ich. Okay, als nächstes kommt Puder. Und da habe ich mir drei ganz tolle Produkte rausgesucht. Eins davon gibt es so leider nicht mehr. Und zwar ist es von Essence, das Stay All Day Powder. Aber die haben ja mittlerweile wieder einige neue rausgebracht und ich kann mir gut vorstellen, dass die genauso gut sind. Das ist ein loses Puder und das hält euch definitiv den ganzen Tag matt. Ich möchte da jetzt auch gar nicht so dermaßen drauf eingehen, weil ihr das im Moment, was heißt es? Weil ihr es sowieso nicht mehr bekommt in der Drogerie. Und da habe ich das einfach mit reingenommen, weil ich liebe es einfach. Aber allzu viel ist da auch nicht mehr drin. Ich bin im Moment sehr, sehr fleißig dabei, meine Puder aufzubrauchen. Dann habe ich von Maybelline ein Puder. Und zwar ist es das Superstay 24 Stunden. Da habe ich auch die Foundation zu. Aber also die ist auch super, gar keine Frage. Aber ich mag das Puder sehr gerne. Das ist halt mit Farbe. Ich habe es in der Farbe 40 vorn. Und das mag ich total gerne. Das habe ich mir heute auch mit aufgegeben. Einfach weil die Foundation ein bisschen hell war und ich ein bisschen Farbe wollte. Deswegen habe ich mir ein bisschen Puder mit Ton drüber gegeben. Und das ist auch wasserfest, schwitzresistent. Es widersteht Hitze, Feuchtigkeit, Glanz, Öl und Schweiß. Tolles Puder, was euch auch sehr gut über den Tag mattiert hält und ihr könnt es gut in die Tasche, in die Handtasche packen und euch zwischendurch immer noch mal am Tag nachpudern. Ja. Dann habe ich hier noch ein absolutes Herzstück meiner Pudersammlung und zwar ist es das Laura Mercier Translucent Powder. Das ist ein ganz, ganz tolles, feines Puder. Das ist so dermaßen zart gepresst, ich weiß nicht, wie ich sagen soll, aber das, wenn ihr euch das zwischen die Finger gebt oder so, das ist weich wie Seide, wirklich. Das ist so, so wunderschön. Und ich gebe es mir dann immer gerne hier in den Deckel und trage mir das dann immer gerne in der T-Zone auf. Und das hält wirklich ewig. Das ist ein Riesenprodukt. Da sind 29 Gramm enthalten. Ich habe es mir gekauft, als es 20% bei Douglas gab. Da lohnt sich das auf jeden Fall immer zuzugreifen, wenn man ein etwas teureres Produkt haben möchte. Und dieses Laura Mercier Translucent Powder habe ich lange, lange mit geliebäugelt und irgendwann hatte ich es mir dann endlich gegönnt. Und ich bin sehr zufrieden und ich würde es mir auch immer wieder nachkaufen. Kommen wir zu den Bronzern. Da habe ich drei wundervolle Schätzchen. Und zwar als allererstes, wie soll es anders sein, der Back to Bronze von L'Oreal. Ich liebe den. Der ist einfach so
Easy im Auftrag und der hat den perfekten Farbton einfach für hell bis medium Häutchen und ihr könnt da einfach so richtig schön drin rumrühren und euch den aufgeben und ihr seid nicht overbronxed. Ihr könnt euch den so toll aufbauen und ich mag den total gerne. Das ist auch so ein Alltagsprodukt für mich. Der lässt sich auch sehr gut als Lidschatten benutzen und ja, also ich habe den so oft schon benutzt und ich habe das Gefühl, da fehlt kaum was draus. Also ein ganz, ganz tolles Schätzchen, was ich euch auf jeden Fall empfehlen kann aus der Drogerie. Nicht teuer, ich glaube 10 oder 12 Euro kostet der. Dann habe ich hier einen ganz, ganz tollen Bronzer. Der war vorletztes Jahr, glaube ich, in der LE von Catrice und zwar dieser Sun Gasm Bronzer. Das ist ein Luminizing Bronzer. Das heißt, er ist so, er hat ein bisschen Schimmer mit drin, also so mit Leuchtkraft. Aber er hat keine groben Glitzerpartikel oder so. Der ist sehr, sehr pudrig. Also ich muss hier aufpassen, dass mir das da alles jetzt nicht so runterrieselt. Und also wenn ihr euch den aufgibt, dann habt ihr schon echt, also der hat schon echt Wumms. Da muss man sehr gut aufpassen. Aber der macht auch so ein ganz, ganz tolles Finish, eben weil der nicht matt ist, sondern so ein bisschen Leuchtkraft hat und von daher mag ich den auch total gerne tragen. Das ist auch eher so ein Sommerbronzer, weil dafür muss ich einfach ein bisschen dunkler sein, weil der einfach ein bisschen stärker pigmentiert ist und auch vom Farbton her ein bisschen dunkler ist. Ein ganz, ganz tolles Schätzchen, was ich mir auch wirklich gegönnt habe. Ich habe ihn mir wirklich gegönnt heute. Und zwar ist es von Hourglass, der Nude Bronx Light, der Ambient Bronzer. Schaut ihn euch bitte an. Er ist so, so wunderschön. Da habe ich wirklich sehr lange überlegt, ob ich mir den kaufe. Der kostet sage und schreibe 50 Euro. Ich habe ihn mir geholt, als Douglas auch 20% hatte. Ich hatte einen Gutschein von meinem Geburtstag. Den habe ich mir auch vor 2 Jahren gegönnt. Und das ist einfach so ein tolles Produkt. Das ist auch so ein Alltagsbronzer. Den könnt ihr euch auch aufgeben. Und der ist auch so zart und weich von der Textur her. Und ihr habt nie zu viel. Also ihr gebt euch den auf und der lässt sich so schön ausblenden. Und ihr habt einfach so ein tolles, zartes, sanftes Finish. Also für jemanden, der es nicht absolut extrem mag oder so, sondern einfach so ganz leicht so ein bisschen was haben möchte im Gesicht, da ist der so, so toll. Ein wunderschönes Produkt. Ambient Lighting Bronzer in der Farbe Nude Bronze Light. Wunderschönes Produkt. So, meine Lieben, wir haben noch nicht mal Halbzeit. Also es kommen noch die Blushes und die Highlighter. Ich hoffe, ihr seid alle noch dran und fit und ja. Gut, machen wir weiter mit den Blushes. Das sind 3 Blushes aus der Drogerie auf jeden Fall. Ich habe hier von Max Factor, der ist mir leider total zerbröselt. Der ist mir einmal runtergefallen, was ich so schade finde. Das ist die Farbe Seductive Pink. Das ist auch ein ganz, ganz toller Blush mit ein wenig Schimmer. Und der ist relativ hell, also das ist mehr so ein Herbst-Winter-Ton, also für helle Häutchen, aber ihr habt auch nicht zu viel Blush drauf. Der zaubert so ganz, ganz schöne, frische Wangen mit einem zarten Rosaton und halt auch so ein bisschen so mit einem Seidenschimmer. Also ist nicht so totmatt, sondern ihr habt einfach Bewegung im Gesicht und deswegen mag ich den auch total gerne. Dann habe ich hier von Essence ein Satin Touch Blush. Das ist die Farbe 10, Satin Coral. Jetzt ist mir hier auch der Deckel kaputt gegangen. Ich habe ihn gerade noch benutzt, da war er heile. Ja, wundervoll. Ja, das hat man da leider dann schon öfter mal. Naja, kriege ich da jetzt nicht drauf. Das ist so ein ganz, ganz tolles Aprikot. Ich liebe Aprikot-Blushes. Ich habe hier noch einen liegen. Und den habe ich mir auch heute aufgegeben. Und der macht einfach so ein schönes, frische Bäckchen im Gesicht. Und deswegen mag ich den total gerne. Und mein dritter Blush ist auch von L'Oreal. Und zwar ist es der Melon Dollar Baby.
Das ist auch so ein ganz, ganz toller Peach-Ton und der riecht auch noch so schön fruchtig nach Melone. Und das mag ich total gerne. Das ist mehr das ist so ein Misch aus Peach und Rosa. Also der perfekte Sommerblush, wenn die Sonne scheint, so für den Sommer, für den Frühling. Ein ganz, ganz tolles Produkt. Wer den Duft nicht so gerne mag, keine Sorge, ihr habt ihn nur so ein bisschen im Pfännchen. Wenn ihr euch den aufgibt, habt ihr nichts mehr da. Und auch damit könnt ihr euch nicht zu viel auftragen, wie mit dem Bronzer. Ganz, ganz toll. Ihr könnt da so drin rumwursteln, ein bisschen was auf die Apfelbäckchen geben. Und ihr seht einfach frisch aus. Ganz, ganz tolles Produkt. Hält sehr gut über den Tag und ja, zaubert euch einfach ein frisches Lächeln ins Gesicht. Machen wir weiter mit den Highlightern. Da habe ich hier auch zwei Produkte aus der Drogerie. Und zwar mein ältestes Schätzchen, habe ich euch auch schon ein paar Mal gezeigt, ist von L'Oréal die La Vie en Glow Palette. Das ist die Farbe 02 Cool Glow. Hier habt ihr vier schöne Shades drin. Der ist relativ dunkel. Das ist wirklich, wenn ihr schön gebräunt seid, ein Ton. Ansonsten benutze ich sehr gerne diese beiden. Das ist so ein rosa und ein Champagnerton. Und das ist mehr so ein Eiston. Den benutze ich gar nicht. Also ich mag das nicht, wenn die so einen bläulichen Schimmer mit drin haben. Aber diese Palette liebe ich. Das ist auch so ein Alltagsbegleiter. Ich habe die schon so lange und ich habe die auch schon so, so viel benutzt. Und ich habe das Gefühl, da fehlt gar nichts draus. Also, eine ganz, ganz tolle Highlighter-Palette, die ich nicht missen möchte und wo ich auch echt froh bin, dass ich die in meiner Sammlung habe. Ich sehe gerade, ich habe so dermaßen trockene Hände, die muss ich mir unbedingt nachher mal einkriegen. So, dann habe ich hier von Catrice den Morse Glow Highlighter. Den kennen bestimmt auch viele von euch. Das ist die Farbe 010 Ultimate Platinum Glaze. Der zaubert euch wirklich so einen richtig schönen Wet Look auf dem, ja, auf den, na, ihr wisst schon, auf dem Wangenknochen. Ja, also ein ganz, ganz toller Highlighter. Da müsst ihr aufpassen, weil der hat es echt in sich. Der hat echt Wumms. Und ja, so, aus der Drogerie relativ neu. Ich glaube, seit letztem Jahr gibt es den. Oder gab es den jetzt beim letzten? Nee, bei dem vorletzten Update kam der raus. Und ganz, ganz toller Highlighter. Aus der Drogerie nicht teuer. Mein neuestes Schätzchen, was eingezogen ist, den habe ich von meinem Mann geschenkt bekommen, ist von MAC der Soft and Gentle Highlighter. Den kennen bestimmt auch einige von euch. Der war auch mal sehr, sehr stark gehypt hier bei YouTube. Ein ganz, ganz toller Highlighter. Das ist so ein gebackenes Produkt. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wahrscheinlich gerade nicht. Hier scheint gerade so schön die Sonne rein. Nee, das ist halt so ein gebackenes Produkt. Der, wie gesagt, der war auch mal eine Zeit lang total gehypt auf YouTube. Und ich habe ihn jetzt erst seit neuestem, weil manche Produkte verlieren einfach nicht ihre tolle Wirkung. Und ja, man hat den irgendwie immer wieder so im Kopf, aber man hat ihn nicht. Und irgendwie möchte man so gerne, dass der in seine Sammlung gehört oder in meine Sammlung. Und deswegen freue ich mich riesig, dass ich den bekommen habe. Den habe ich jetzt, habe ich ihn jetzt auch schon einige Male getragen. Und ich finde, das ist wirklich ein ganz, ganz tolles Schätzchen. Ich bin froh, dass er jetzt in meiner Sammlung ist. Und ja, mag ich. Was kommt denn als nächstes? Kommen Lidschattenpaletten. Das war sehr, sehr schwer. Aber ich glaube, ich habe hier drei ganz, ganz tolle herausgesucht. Und zwar habe ich hier als erstes eine Essence-Palette. Und zwar war das aus einer LE. Das ist die Yes, I Can. Die Natural Look Palette. Die hat ganz, ganz viele Lidschatten drin. Die hat auch einen riesen Spiegel enthalten. Und zwar ist es diese hier. Das ist so eine wirklich tolle Alltagspalette, mit der man sehr, sehr viel rumexperimentieren und rumspielen kann.
Also ihr habt hier wirklich sehr, sehr tolle Nottöne, die euch wirklich jeden Tag durch den Alltag begleiten können. Und ihr könnt es einfach immer mit so einem kleinen Tupfer nochmal aufhübschen. Immer wieder anders. Was ich auch total gerne mag, ist dieser hier. Das ist so ein changierender mit so ein bisschen lila. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ihr das so wahrnehmen könnt. Hier scheint so stark die Sonne rein. Aber ja, eine ganz, ganz tolle Palette, die sehr, sehr gut pigmentiert ist und die irgendwie immer wieder bei mir im Badezimmer landet. Also ich wechsle ja immer so monatlich meine Paletten aus, damit ich auch immer mal, oder ja, monatlich, zweimal im Monat ungefähr, damit ich auch all meine Paletten nutzen kann. Aber die wandert halt öfters mal wieder zurück in mein Badezimmer. Ja, weil ich die einfach total gerne mag und weil die einfach so einfach ist. Ja, und ihr wisst ja, Steffi und einfach, das passt einfach zusammen. So, dann haben wir noch eine ganz tolle Nude-Palette. Und zwar ist es von Zoeva, die Nude Spectrum. Die gibt es, glaube ich, nicht mehr. Ich habe schon mal versucht, sie im Internet nochmal zu finden, um sie euch zu verlinken. Aber ich habe sie leider nicht mehr gefunden. Das ist auch so eine ganz tolle Alltagspalette. Die war auch nicht teuer. Ich glaube, ich habe sie mir für 18 Euro gekauft. Ich habe sie halt schon ein bisschen länger. Und ja, das sind auch sehr, sehr schöne Töne enthalten. Schimmer, matt, die sind super pigmentiert. Heute habe ich sie mir auch aufgegeben. Ich habe mir heute den Ton hier aufgegeben und habe das hier außen mit dem Braun so ein bisschen verblendet. Also zwei ganz, ganz tolle Lidschattentöne und ja, gefällt mir sehr, sehr gut die Palette. Ich brauche ein Tuch. Okay, und als drittes habe ich mir gedacht, nehme ich nochmal eine Palette mit rein, die auch so ein bisschen Farbe hat und wo ich einfach so angefangen habe mit diesen Duochrome Lidschatten. Damit fing das Ganze eigentlich an. Und zwar geht es um diese Alicia Marie Palette, die 1991. Die kam, ich glaube, vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren schon raus. Das war für mich ganz, ganz schwer, daran zu kommen. Ich habe, glaube ich, alle DMs angerufen hier in nächster Umgebung. Die war online immer ausverkauft. Die waren nicht in den Drogerien erhältlich. Also gerade als sie rauskam, ich wollte sie unbedingt haben. Und ich glaube, die meisten von euch kennen sie. Das ist eine ganz, ganz tolle Palette. Hier fing das Ganze so an mit diesen Duochrome-Tönen. Genau. Und ja, also das sind einfach wundervolle Farben. Ihr habt hier unten halt eine komplette matte Reihe. Und hier sind alles komplett Duochrome. Und damit kann man ganz, ganz, ganz tolle Looks zaubern. Und mittlerweile ist sie auch ein bisschen günstiger geworden. Ich habe noch ein bisschen mehr dafür bezahlt, weil sie halt eben ganz neu rauskam. Ich musste gerade hier neu wechseln, weil die maximale Aufnahmezeit erreicht war. Das heißt, ich sabbel euch schon bestimmt eine gute halbe Stunde die Ohren voll. Aber wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid, dann scheint euch das Video zu gefallen und meine Sammlung ebenfalls. Machen wir weiter mit Mascara. Und zwar habe ich hier von Essence die Lash Princess Mascara. Die habe ich mir auch heute aufgegeben. Die mag ich total gerne. Die macht euch so einen falschen Wimpern-Effekt, wenn ihr euch die mehrmals auftragt. Also ihr könnt euch die echt in mehreren Schichten aufgeben. Das einzige Negative ist, sie stempelt bei mir so dermaßen ab. Also ich sitze jetzt hier seit einer halben Stunde und ich habe schon zweimal hier oben weggemacht. Und das nervt mich einfach. Das sieht blöd aus, da habe ich keine Lust zu. Ich glaube, die gibt es auch in wasserfest, aber ich mag halt wasserfeste Mascara nicht so gerne. Von daher, ich finde es so schade, weil die macht ein ganz, ganz tolles Wimpernergebnis. Aber ja, ich werde sie trotzdem weiterhin aufbrauchen. Wenn ich jetzt weiß, ich gehe nicht weg oder nicht großartig weg, dann trage ich sie mir auf, weil das sieht sonst einfach blöd aus, ne? Wenn ihr irgendwo seid und ihr habt hier oben alles schwarz, dann denken die Leute auch, kann ich sie nicht schminken oder was? Das geht gar nicht. Wiederum habe ich hier meine Bye Bye Panda Eyes. Das war so ein Zufallsfund, wirklich. Ich habe gedacht, boah,
Also als die rauskam, hat die keine gute Kritik hier bei YouTube bekommen. Und letztes war ich mal auf der Suche nach einer neuen Mascara und dann habe ich sie gesehen. Ich habe gedacht, ach komm, Steffi, nimmst du mit. Für die 3 Euro, 3,50, was sie kostet, kannst du nicht viel verkehrt machen. Und sie ist mein absoluter Liebling geworden. Ich liebe die. Meine Mama hat die auch schon nachgekauft. Und zwar ist die wirklich, wirklich smudge-proof. Also das heißt, wenn ihr euch am Auge reibt, da verwischt nichts, sie stempelt nicht ab, die hält wirklich den ganzen Tag und sie geht einfach mit warmem Wasser ab. Also die hält wirklich, was sie verspricht. Ich weiß gar nicht, warum die so schlechte Kritik bekommen hat. Ich kann es nicht nachvollziehen. Sie ist mein absolutes Lieblingsstück aus der Drogerie, was Mascara angeht. Die kann ich euch wirklich empfehlen. Die hält, was sie verspricht. Ein ganz, ganz tolles Produkt. So, dann habe ich hier noch einmal von Too Faced die Better Than Sex Mascara. Die macht auch ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Die ist zwar nicht Drogerie, preistechnisch eher etwas teurer, aber ich glaube, die kostet 23 Euro. Finde ich noch in Ordnung. Die hat auch so ein schönes Sanduhrenbürstchen. Also sie ist halt unten und oben etwas breiter und in der Mitte etwas schmaler. Und die könnt ihr euch wirklich aufbauen. Also wenn ihr euch die in zwei, drei Schichten aufgebt, dann habt ihr wirklich maximales Volumen erreicht. Und es sieht nicht blöd aus. Die färbt auch überhaupt nicht ab. Also sie stempelt nicht ab. Die hält auch den ganzen Tag. Und ja, das Gute ist halt eben, ihr könnt sie euch aufbauen. Zwei, drei Schichten, null Problemo. Ihr habt einen richtig, richtig vollen Wimpernkranz. Oh mein Gott, das sieht so toll aus. Also, das ist auch eine absolute Empfehlung. Ganz, ganz tolles Produkt. Davon gibt es allerdings auch einen Dupe aus der Drogerie. Da verlinke ich euch sehr gerne einmal hier oben das Video. Da könnt ihr sehr gerne am Ende dieses Videos einmal reinschauen, wenn euch die Mascara interessiert. Machen wir weiter mit Kajalstiften. Da habe ich auch echt überlegt, aber ich bin fündig geworden. Und zwar liebe ich einfach hier von Maybelline dieser Line Refine. Das ist dieser ganz stinknormale schwarze Kajal. Den könnt ihr euch so gut für die Wasserlinie aufgeben. Der hält nicht, aber der ist so schön weich, dass der sich gut abmalen lässt. Das Problem ist halt eben, der stempelt von oben nach unten ab. Ich habe bis jetzt noch kein Kajal gefunden, der das nicht tut. Wenn ihr einen kennt, der das schafft, dann schreibt es mir bitte in die Kommentare. Ich bin nämlich immer noch auf der Suche, aber noch nicht fündig geworden. Aber das ist trotzdem ein toller Kajalstift, den ihr euch auch gut am oberen Wimpernkranz aufgeben könnt, einfach um euren Wimpernkranz ein bisschen zu verdichten. Super Produkt, was auch nicht nach oben abstempelt, wenn ihr euch nicht zu viel aufgebt. Dann habe ich hier von L'Oréal den Matte Matic Superliner. Das ist ein matter Kajalstift. Der ist auch richtig, richtig gut. Der ist hier auch zum Rausdrehen. Der hat hier hinten noch so einen kleinen Anspitzer dran. Ich bin da ehrlich, ich habe diese komischen Anspitzer noch nie verwendet. Und den könnt ihr euch auch sehr gut aufgeben. Ich benutze den eigentlich hauptsächlich für den Wimpernkranz, eben weil der schön matt ist, tiefschwarz und ja, der lässt sich gut aufgeben und auch gut verblenden und also ausmatschen, ne? Ich gebe mir den meist immer hinten ein bisschen auf und ziehe mir den dann mit so einem Eyeliner-Pinsel ein bisschen nach vorne, also verteile mir den so, dass es ein bisschen softer ist. Und der hält auch sehr, sehr gut. Und dann habe ich mir gedacht, hier von Manhattan, diese Extreme Last Eyeliner. Die gibt es in ganz, ganz vielen verschiedenen Farben. Und ich benutze im Moment sehr, sehr gerne hier diesen. Das ist so ein Eisblau. Könnt ihr das sehen? Und ja, so ein Aquatic-Eisblau. Der gefällt mir sehr gut. Den gebe ich mir, wenn dann, am unteren Wimpernkranz gerne auf, einfach um so einen kleinen Farbklecks zu bekommen im Gesicht, also an dem Auge, was so ein bisschen Ausdruck verleiht. Und der hält auch sehr gut, wenn ihr euch den da zwischen die Härchen aufgebt. Ganz, ganz toller Kajal.
oder Eyeliner und ja, wie gesagt, von Manhattan, die sind auch echt nicht teuer. Als nächstes habe ich Augenbrauenprodukte für euch. Und zwar sind meine allerliebsten drei Favoriten. Einmal von L'Oreal, dieser Brow Artist Designer. Ich habe den schon ganz oft nachgekauft. Ich liebe den. Das ist jetzt die Farbe Dark Brunette. Ich habe den auch in Soft Blonde und in Medium Brown, aber ich komme einfach mit diesem Dark Brunette einfach am besten zurecht. Der ist ein bisschen fester, härter, also der ist nicht so weich. Wenn ihr euch den aufgebt auf die Augenbrauen, dann müsst ihr schon ein bisschen mehrmals drüber malen und etwas kräftiger. Also jetzt nicht zu doll, dass es wehtut, ne? Aber eben halt, ihr gebt das nicht so leicht auf und ihr habt gleich einen Strich da. Das finde ich auch halt ganz gut. Das verhindert halt, dass ihr gleich so einen fetten Balken im Gesicht habt. Und deswegen mag ich die total gerne und die sind auch echt nicht teuer. Ich glaube 6 oder 7 Euro kosten die. Und diese L'Oreal Brow Artist, die würde ich auch immer wieder nachkaufen. Und das sind meine absoluten Favoriten. Dann habe ich hier von Maybelline den Brow Satin. Das ist ein Stift mit Puder. Ich habe die Farbe Dark Blond. Wenn ich mir den nochmal kaufe, dann würde ich den auf jeden Fall in Medium Brown nehmen. Ihr habt hier vorne einmal so einen dünnen Stift zum Herausdrehen. Damit könnt ihr euch halt einzelne Härchen gut nachmalen oder nachzeichnen. Und hier hinten habt ihr das Puder drin, womit ihr euch dann quasi die Augenbraue auffüllen könnt. Das finde ich auch total super. Komme ich auch sehr gut mit zurecht. Wie gesagt, ich würde es das nächste Mal einfach einen Ticken dunkler nehmen. Wenn ihr das Ganze ein bisschen softer haben möchtet und vielleicht auch schon volle Augenbrauen habt und ihr braucht einfach nur ein Puder, dann habe ich hier von Essence das Eyebrow Powder. Das ist auch super. Das begleitet mich schon seit Jahren durch den Alltag. Da ist zwar schon coole zu sehen, aber es wird trotzdem nicht weniger. Ich glaube, das ist so ein Lebensprodukt. Also wenn ihr euch einmal Puder für die Augenbrauen kauft, braucht ihr, glaube ich, nie wieder ein neues. Keine Ahnung. Ja, das mag ich total gerne. Wenn es schnell gehen soll, einfach ein bisschen die Augenbrauen auffüllen. Super Produkt, hält gut, fluffelt nicht heraus. Also ich mag dieses Essence Brow Powder sehr, sehr gerne. Machen wir nochmal weiter hier mit Eyeliner. Und zwar habe ich hier drei Stück. Mein absoluter Liebling ist von L'Oreal der Ultra Precision Superliner. Ich bin nicht so der Eyeliner-Könner. Ich übe das noch und ich glaube, ich übe auch in 5 Jahren noch. Aber dieser hier, der hat halt so eine feste Spitze. Da ist nicht zu viel Produkt dran und dadurch, dass der hier vorne auch so relativ kurz ist, könnt ihr euch den gut packen und sehr, sehr gut gezielt und vorsichtig einen Lidstrich aufmalen. Also damit komme ich sehr gut mit zurecht. Den benutze ich manchmal sogar auch morgens vor der Arbeit, einfach im Alltag, weil der einfach so easy ist. Der hält gut, der stempelt nicht ab, der verschmiert nicht, der verwischt nicht. Ein ganz, ganz toller Eyeliner und der ist nicht teuer. Ich glaube, der kostet 6 Euro. Also wirklich, da bin ich froh, dass ich den entdeckt habe und den möchte ich auch nicht mehr missen. Dann habe ich hier von Essence den 20 Forever Ink Liner. Das ist halt ein Eyeliner Pen. Das Gute ist, hier vorne habt ihr, ich weiß, könnt ihr das sehen, dieses Matte hier vorne, da habt ihr so ein bisschen Grip. Also wenn ihr den dort anfasst, ist es so ein bisschen eingedellt quasi und da könnt ihr den halt sehr gut packen und dadurch, dass es matt ist, ist es auch rutschfest und ihr habt halt einen guten halt Griff über den Stift und könnt euch das auch gut aufmalen. Der ist halt sehr, 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 sehr feucht und stark pigmentiert. Also da müsst ihr sehr vorsichtig malen, sehr gekönnt oder gekonnt malen, sehr gekonnt. Und aber der hält auch wirklich den ganzen Tag, der stempelt auch nicht ab. Ich hatte einen anderen von Essence mal gehabt, den Vorgänger, und der war so schlecht. Der war sogar wasserfest und der hat
so abgestempelt. Also, das war echt ein ganz schreckliches Produkt. Aber der wiederum hat es wettgemacht. Ein ganz, ganz toller Eyeliner. Und wenn ihr mehr auf solche Düschen-Eyeliner steht, da habe ich hier einen von Maybelline. Den mag ich auch total gerne. Da gibt's, könnt ihr euch dann einfach mit so einem Eyeliner-Pinsel quasi das Produkt daraus nehmen und euch selber einen Lidstrich ziehen. Den mag ich auch total gern. Der ist auch matt. Und damit, das ist hier ein Lasting Drama Gel Eyeliner in Black und der hält auch 24 Stunden. Ob er jetzt 24 Stunden hält, keine Ahnung. Aber der hält auf jeden Fall den Tag über, stempelt auch nicht ab und da habt ihr auf jeden Fall viel von, das kleine Pöttchen. Den habe ich auch schon so lange und da fehlt auch irgendwie nichts draus. Okay, kommen wir zu Fixing Sprays. Fixing Sprays, bin ich ehrlich, habe ich 3 Stücke meiner Sammlung. Diese 3 zeige ich euch jetzt. Und zwar habe ich hier einmal von Rival Loves Me das Pastel Breeze Cucumber Setting Spray. Das war mal in der LE. Ich habe mir vorgenommen, das dieses Jahr aufzubrauchen. Einfach, weil es ja auch nicht so lange offen stehen darf. Das riecht, soll Gurke sein, aber es riecht nicht nach Gurke. Das riecht halt sehr, sehr frisch, sehr angenehm. Ich habe es mir heute auch aufgegeben. Ihr seht einfach schön frisch aus. Die Haut ist gut durchfeuchtet. Und von daher mag ich das total gerne. Dann habe ich hier auch eins von Essence aus einer LE, My Power Is. Ich bin ehrlich, ich habe es mir eigentlich nur mitgenommen wegen diesen Amethyststeinchen. Ich fand das total hübsch, mir das so hier hinzustellen. Das ist auch ein Hydrate and Prime Mist. Feuchtigkeitsspendendes Primer Spray. Bereitet die Haut auf das Make-up vor. Und beruhigt. Zugleich. Also, das habe ich jetzt auch noch nicht so häufig benutzt, weil ich, wie gesagt, das andere versuche aufzubrauchen. Aber welches mir von den 3 am allerbesten gefällt, ist das You Better Work Fixing Spray von Essence. Das ist auch Anti-Shine und Sweat-Proof. Und ja, das mag ich am liebsten. Ich gebe mir mein Setting Spray immer schön auf und arbeite mir das Ganze dann mit dem Beauty Blender nochmal ganz vorsichtig ein in die Haut. Einfach, dass diese Puderprodukte quasi schön mit der Haut verschmilzen können und ihr euch das einfach so ganz vorsichtig so ein bisschen einarbeitet. Beauty, ihr Lieben, wir haben es fast geschafft. Jetzt kommen wir nur noch zu den Lippenprodukten und ja, dann sind wir soweit durch. Und zwar habe ich mir gedacht, ich habe hier Liquid Lipsticks, Lippenstifte und Lipglosse. Denn Lippenstift ist ja nicht gleich Lippenstift. Fangen wir mit den Lip Linern an. Da habe ich 3 ganz, ganz tolle Favoriten. Und zwar habe ich hier als erstes von Art Deco ein. Das ist so ein ganz, ganz tolles Nude Braun. Das ist der Mineral Lip Styler 16. Aber hier ist leider keine Farbe, kein Farbname, sondern nur eine Nummer 01C4. Das ist so ein ganz, ganz tolles Nude-Braun. Also sehr, sehr, da seht ihr ihn. Der ist sehr, sehr hell. Und da könnt ihr eigentlich so jeden x-beliebigen Lippenstift zu auftragen. Das finde ich immer ganz, ganz toll. Dann habe ich hier einen von Maybelline. Und zwar ist es der Color Sensational in der Farbe Velvet Beige. Den gebe ich da einmal neben. Da haben wir den. Der ist etwas dunkler und der hat so ein paar Glitzerpartikel mit drin. Den trage ich auch sehr gerne solo und male mir damit die Lippe komplett aus. Der hält auch sehr, sehr gut dann und den mag ich total gerne. Und mein absolutes Herzstück ist von L'Oreal. Es tut mir leid, dieses Video ist nicht sponsert bei L'Oreal. Ich liebe einfach die Produkte von L'Oreal. Also. Und zwar habe ich hier einen ganz, ganz tollen Lip Liner. Auch in so einem
Das ist so ein My Lips But Better Nude mit so einem ganz, ganz leichten rosa Einschlag. Also das ist der Lip Liner Couture bei Color Riche in der Farbe Beige A Nu. Das ist ein ganz, ganz toller Lip Liner. Der passt einfach zu jeder Lippe. Und der, wenn ich einen meistens benutze, dann ist es der. Weil der passt auch wieder von Art Deco einfach überall zu. Okay, dann machen wir einmal weiter mit meinen Liquid Lipsticks. Und zwar habe ich hier als erstes von Maybelline den Super Matte Ink in der Farbe Hazelnut Hypnotizer. Das ist ein ganz, ganz tolles Nude. Also der sieht hier ziemlich dunkel aus, aber der ist halt, also erstmal riecht der richtig wie Haselnusseis. Oh mein Gott, das riecht so gut. Und das ist so ein ganz, ganz tolles, zartes Nude-Braun. Den haben wir einmal hier. Also ein ganz, ganz toller Ton, der auch irgendwie zu allen möglichen Looks passt. Es ist irgendwie auch eine perfekte Herbstfarbe. Ich mag den total gerne. Und diese Liquid Lipsticks von Maybelline und auch von L'Oreal, die halten wirklich den ganzen Tag. Oh mein Gott, das ist der Hammer. Wirklich. Dann habe ich hier noch einen von Maybelline, der Superstay 24 Stunden. Das ist dieser hier. In der Farbe 185 Rose Dust. Das ist halt hier vorne, habt ihr die Farbe. Das ist so ein nudiges Rosa, so ein Altrosa. Und hier habt ihr dann den Lip Balm, um der Lippe so ein bisschen schön Glanz zu geben und Pflege, weil die ja auch sehr austrocknend sind. Und die halten auch wirklich den ganzen Tag. Das ist der Wahnsinn. Ihr könnt halt immer wieder die Pflege nachtragen. Wenn euch das zu trocken wird, gebt ihr ein bisschen davon auf. Das ist hier so ein Balm und schon habt ihr wieder eure Lippen schön mit Feuchtigkeit versorgt und schöner Glanz. Dann zeige ich euch einmal meine absolute Lieblingsfarbe, mein absoluter Lieblingslipstick. Der ist von L'Oreal. Und zwar ist es einer von den Le Chocolat. Das ist dieser hier. Ich bin so in love mit diesem Produkt. Das ist die Farbe Tasty Ruby, die 864. Und erstmal riecht der so dermaßen gut nach Schokolade. So richtig geschmolzene Schokolade, die darauf wartet, verarbeitet zu werden auf einem schönen Schokokuchen. Ja. Und dann habt ihr halt hier, ich mag diese Applikator sehr gerne von diesen Liquid Lipsticks. Die haben diese etwas breiteren Füßchen. Und, also ihr müsst den wirklich, wenn ihr euch den aufgibt, müsst ihr euch echt Zeit nehmen. Denn dieser Liquid Lipstick verzeiht euch nichts. Der muss wirklich perfekt sitzen. Also ihr müsst wirklich eure Lippenumrandung unbedingt haargenau nachmalen. Aber wenn ihr den dann aufgetragen habt, ist es das perfekte Rot. Das ist wirklich so ein wunderschönes, also das ist mein Weihnachts-Liquid Lipstick. Den trage ich immer an Weihnachten und das ist einfach so eine ganz, ganz tolle, wunderschöne Farbe, die wirklich den ganzen Tag hält und die Lippe sieht einfach den ganzen Tag so wunderschön aus. Die trocknen null aus. Wirklich, hätte ich niemals gedacht. Aber ihr bekommt keine trockene Lippe und es setzt sich auch nicht in die Fältchen. Das Einzige ist eben, das bappt. Also, wenn ihr dann so macht, habt ihr das Gefühl, das bappt. Aber ich komme damit sehr gut zurecht. Mich stört es nicht. Einfach weil, sobald ihr in den Spiegel schaut und diese wunderschönen roten Lippen seht, ist sowieso alles wieder vergessen. Von daher, ich liebe diese Farbe und die möchte ich auch nicht mehr missen. Also, Le Chocolat von L'Oreal, ganz, ganz klare Empfehlung von mir. Dann machen wir weiter mit den Glossen. Da habe ich hier einmal von L'Oreal den
Color Rich Shine in der Farbe 111 Insta Heaven. Also erstmal finde ich das Packaging wunderschön von diesen Color Rich Lippenstiften. Und das ist so ein tolles Rosa, was ich hier habe. Und ihr habt halt wirklich so einen richtig schönen Glow, Glanz, Shine, wie auch immer. Also das ist halt so ein schöner Rosaton und der pflegt eure Lippen und der hält jetzt nicht elendig lange, das ist ein ganz normaler Lippenstift, aber der, wie gesagt, der pflegt eure Lippen, der hinterlässt so einen richtig schönen Shine und glänzend und sie sehen halt saftig aus und einfach, ja, ganz, ganz tolles Produkt. Und ich habe den jetzt einfach mit zu den Glossen genommen, weil der eben aussieht wie ein Gloss, wenn ihr euch den aufgebt. Mein neuestes Produkt in meiner Sammlung ist der Lifter Gloss von Maybelline. Ich liebe den. Erstmal riecht er so wundervoll. Richtig lecker. Und der hat auch dieses dicke Applikator-Bürstchen. Das liebe ich einfach beim Auftrag. Und das ist so ein ganz, ganz zartes Braun, aber die glänzen einfach so schön auf den Lippen. Und der ist so, das fühlt sich halt so samtig an, wenn ihr den auftragt oder drauf habt. Und einfach macht er eine wunderschöne Lippe und sieht einfach wundervoll aus. Und deswegen mag ich den so gerne. Und mein absoluter Liebling ist von Fenty Beauty, der Gloss Bomb. Den habe ich einmal gewonnen und zwar bei der lieben Mrs. Loredana auf dem Kanal. Die hatte einmal ein Gewinnspiel gehabt. Und das ist mein erstes und einziges Produkt von Fenty und ich liebe ihn. Das ist die Farbe Sweet Mouse. Und das ist auch wirklich, ihr habt das Gefühl, ihr gebt euch Gloss mit Pflege auf. Das ist so samtig und das plustert die Lippen so auf. Und ihr habt halt echt so eine richtig schöne, volle Lippe, die einfach total glänzend aussieht und wunderschön. Und da ist jetzt nicht irgendwie Pfefferminz drin oder so, was jetzt die Lippen kribbeln lässt oder so, aber trotzdem plustert der einfach die Lippe schön auf. Ganz, ganz tolles Produkt. Dann habe ich jetzt nur noch Lippenstifte für euch und dann haben wir es geschafft. Das erste Produkt, das trage ich auch heute auf den Lippen und zwar ist es von Art Deco ein Lippenstift. Das ist die Farbe 06S. Ja, das ist so ein Orange-Aprikot, aber in, wie nennt man das? Ich komme nicht drauf. Sag mal, ich komme nicht auf das Wort. Jedenfalls ist es ein ganz, ganz toller Ton. Und ja, Art Deco, den mag ich total gerne. Dann habe ich hier einen von MAC. Und zwar ist es einer aus der Satin-Reihe, die Farbe Amorous. Das ist so ein richtig schöner Bärenton. Ich hoffe, ihr könnt sehen. Da. Das ist so ein ganz, ganz tolles Beere. Ich habe ihn mir hier aufgegeben. Da könnt ihr das sehen. Und der trocknet auch die Lippen nicht aus. Der hat so einen ganz leichten, Schein noch bei den Lippen. Also ist halt eben so ein Satin-Finish. Nicht matt, nicht glänzend, aber halt gesund. Ja. Und die Farbe ist einfach total meins. Und ich mag Bärenfarben einfach total gerne im Herbst und im Winter. So, dann habe ich hier jetzt mein letztes Produkt. Ist von L'Oréal aus der Color Riche-Reihe, die 108 Brun Couvré. Also die L'Oréal Lippenstifte, das Packaging brauchen wir nicht drüber sprechen, einfach wunderschön. Und dann ist das dieser Ton. Das ist auch, der erinnert mich so ein bisschen hier an diesen von Art Deco, aber das ist halt eben so voll meine Farbe. Ich mag diese braunen Nude-Töne einfach mit so ein bisschen Glanz mit drinne. Das ist auch so ein schöner Alltagston, ne? Und ja, der hat halt auch eben so ein bisschen Schimmer mit drinne. Ja, ganz, ganz leicht Schimmerpartikel hat der mit drinne. Und diese Color Rich Lippenstifte, muss man wissen, ganz klar, L'Oréal hat seinen eigenen Geruch. Ganz, ganz viele von euch mögen es nicht. Mich stört es nicht. Die Farbe ist einfach sehr, sehr schön und von daher auch ein schöner Alltagsbegleiter. Und ja, gefällt mir sehr gut.
So, meine Lieben, ihr habt es geschafft oder wir haben es geschafft. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich riesig, riesig drüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Ich hoffe, ihr konntet so einen schönen Einblick in meine Schminksammlung erhaschen. Das ist halt jetzt natürlich nicht alles, was ich habe, aber ihr habt ein bisschen was gesehen. Vielleicht auch mal ein paar Produkte, die ihr noch nicht kennt von meinem Kanal. Und ja, wenn du magst und neu bist auf meinem Kanal, würde ich mich natürlich auch riesig darüber freuen, wenn du meinen Kanal kostenlos abonnierst. Und dann sehen wir uns hoffentlich bei meinem nächsten Video wieder. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Bleibt mir alle gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!